vielleicht ein etwas abrupter Themenwechsel und ein Ohrwurm, den Sie dann möglicherweise in den nächsten Tagen immer noch haben werden. Staying Alive von den Bee Gees. Aber Peter Fahrt ist bei uns, Ausbilder für den Sanitätsdienst beim Roten Kreuz. Wichtiger Ohrwurm tatsächlich. Ja, warum Staying Alive? Ein sehr wichtiger Ohrwurm, denn gerade bei der Reanimation hat es keinen Sinn, pro Minute 20 Mal zu drücken, sondern ich brauche eine Kompressionsanzahl von ca. 100 Kompressionen pro Minute, um alle lebenswichtigen Organe im Körper mit sauerstoffreichem Blut zu versorgen. Und das bekomme ich nur, wenn ich entsprechend schnell und auch tief drücke, nämlich 5 bis 6 cm tief den Brustkorb eindrücke. Es hat keinen Sinn, ich sage jetzt mal einfach nur den Brustkorb zu streicheln oder so einen Zentimeter einzudrücken, das macht keinen Sinn. 4 bis 5 cm muss ich den Brustkorb tief eindrücken, um das Herz zu entleeren, um eine richtige Sauerstoffversorgung zu gewährleisten. Also wichtiges Thema, Erste Hilfe, und das eben auch extra bei uns, weil morgen der internationale Tag der Ersten Hilfe ist. Und wir haben uns auch mal in der Stadt umgehört. Darlene Jonasson hat das getan. Wie sieht es denn eigentlich um die Kenntnisse momentan aus? Wie ist es bestellt?